Hallo, ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage. Das ist dieses Buch. Ich bin angekommen in Lektion 10. Der Teil heißt drittens die Geschäftsvorfälle, also drittens die Geschäftsvorfälle, Lektion 10, die Behandlung der Umsatzsteuer und Vorsteuer. Die Lektion hat eins, zwei Seiten, ist relativ kurz. Lektion 10, die Behandlung der Umsatzsteuer und Vorsteuer. Diese Lektion behandelt einen wesentlichen Unterschied zwischen der Gewinnermittlung nach dem Betriebsvermögensvergleich, BVV, auch Bilanzierung genannt, und der in dem Buch dargestellten Gewinnermittlung, die Einnahmeüberschussrechnung. Dieser Unterschied liegt in der Behandlung der Umsatzsteuer und der Vorsteuer. In der Einnahmeüberschussrechnung ist die eingenommene Umsatzsteuer und die bezahlte Vorsteuer Bestandteil der Gewinnermittlung. Die eingenommene Umsatzsteuer ist eine Betriebseinnahme. Die bezahlte Vorsteuer ist eine Betriebsausgabe. Beim Betriebsvermögensvergleich wirken sich diese Zahlungen jedoch nicht auf den Gewinn, sondern nur auf das Vermögen des Unternehmers aus. Fall 42, Oktoberfest. Im Rahmen einer Geschäftsumgestaltung verkauft Bayer B. Teile seiner Ladenausstattung. Bayer an der Stelle, das Bundesland Bayer. Also ein Bayer aus dem Freistaat Bayern verkauft Teile seiner Ladenausstattung. Dazu gehört auch ein überdimensional großer Gummibierkrug. Am 20.11.01 verkauft B den Bierkrug für 100 Euro, zuzüglich 19 Euro Umsatzsteuer, insgesamt 119 Euro. Der Käufer nimmt den Krug sofort mit, bezahlt jedoch erst am 2. Januar 2002. Wann muss B die Umsatzsteuerzahlung im Rahmen seiner EÜR berücksichtigen? Die Umsatzsteuer, die ein Unternehmen vom Kunden für seine Waren bzw. Dienstleistungen erhält, muss grundsätzlich dann als Betriebseinnahme angesetzt werden, wenn sie dem Unternehmer zusammen mit dem eigentlichen Entgelt zufließt. Bayer B muss die Umsatzsteuerzahlung daher erst im Jahr 02 mit Zufluss berücksichtigen. Bayer B hat eine Betriebseinnahme in Höhe von 119 Euro. 100 Euro für den Kaufpreis und 19 Euro für die Umsatzsteuer. Leitet er die Umsatzsteuer an das Finanzamt weiter, muss er wiederum eine Betriebsausgabe in Höhe von 19 Euro erfassen im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung. Im Zeitpunkt des Zu- und Abflusses kommt es damit zu den angesprochenen Gewinnauswirkungen. Leitsatz 15. Behandlung der Umsatzsteuer in der EÜR. Bezahlte Umsatzsteuervorsteuer ist eine Betriebsausgabe. Eingenommene Umsatzsteuer ist eine Betriebseinnahme. Die Weiterleitung der eingenommenen Umsatzsteuerbeträge an das Finanzamt durch Bezahlung in der Umsatzsteuervoranmeldung sind Betriebsausgaben. Erhält der Unternehmer einen Vorsteuerüberschuss vom Finanzamt ausgezahlt, liegt eine Betriebseinnahme vor. Es gilt das Zu- und Abflussprinzip.
Im Ergebnis jedoch wirkt sich die Umsatzsteuer im Rahmen der EUER erfolgsneutral aus, da die eingenommene Umsatzsteuer an das Finanzamt weitergeleitet wird. Die Behandlung der Vorsteuer. Fall 43, die noch nicht bezahlte Vorsteuer. Vorbehandlung der Vorsteuer endete der Leitsatz 15. Die Behandlung der Vorsteuer, Fall 43, die noch nicht bezahlte Vorsteuer. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht R kommt mal wieder auf einen Plausch vorbei. Er erzählt Ihnen von der Anschaffung neuer Büromöbel für 10.000 Euro zuzüglich 1.900 Euro Umsatzsteuer. Dank seines Verhandlungsgeschicks hat er eine Zahlpause von 90 Tagen vereinbart. Beiläufig erzählen Sie ihm dann, dass er die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 1.900 Euro bereits jetzt vom Finanzamt fordern kann. Daraufhin zerbricht fast Ihre Freundschaft, weil er Sie als Angeber und Besserwisser bestimmt. Stimmt Ihre Aussage? Die Vorsteuer kann bereits dem Finanzamt gegenüber geltend gemacht werden, wenn eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt und die Leistung bzw. Lieferung erbracht ist, oder wenn die ordnungsgemäße Rechnung vorliegt und die Zahlung erfolgt ist. Rechtsanwalt R kann also für den Monat der Lieferung die Vorsteuer in seiner Umsatzsteuervoranmeldung erklären und würde diese dann vom Finanzamt ausgezahlt bekommen. Damit endet die Lektion 10. Es geht weiter mit Lektion 11 im Teil drittens Geschäftsvorfälle. Lektion 11, was ist eine Betriebsausgabe? Die Lektion hat 1, 2, 2 Seiten und ein bisschen was. Tschüss.